Meros. Vom Dach. Ja. So. Gab es eigentlich irgendeinen Raum, der irgendwie vielleicht auch anders aussah? Oder eigentlich sahen die eher gleich aus, oder? Das sind alles Räume mit ganz normalen Döns. Also sahen alle relativ gleich aus. Und nirgendwo waren Menschen drin. Nö. Dann friemle ich hier dieses Fenster auf. Ganz kleinen Augenblick. Wird anscheinend doch nicht ganz geholfen, dass ich... Nochmal einen ganz kurzen Augenblick. Entschuldigung, mein Akku ist doch langsam am Verrecken von meinem vom Tablet. Hört ihr mich? Ja. Ah, gut. Ja. So, das Fenster willst du öffnen? Ja. Dann einmal Friemelnwurf hat's noch nicht gemacht. Hatte ich noch nicht, weil er gesagt hat, es wartet. Ja. Oh, Droh. Also, Lotto. Wir sind so lieb. Da. Ja, dieser Riegel hat sich dir ein kleines bisschen entzogen, aber du hast die Tür trotzdem aufgelegt. Ja, hier muss was Wertvolles drin sein. Upp. Ein Raum. Ja, ein so schnöder Raum. Das Kissen hier sieht recht flauschig aus. Hier hast du ein Beistelltischlein, hier eine Kiste, ein Regal. Den gesamten Raum nicht. Erstmal muss ich hier kurz durchhechten. Ja, ja. Ist alles so gedacht. Kann sich ja irgendwas in den Ecken verstecken, was du nicht siehst. Rote Schatulle. Rate. Geht von alleine auf. Nein, die geht nicht von alleine auf. Die mag ich. Die ist fest verschlossen. Ein dickes Eisenschloss hängt direkt davor. Die kriege ich nicht mit Krallen auf. Blöd. Dann mache ich hier die. Versuche ich die Tür aufzukriegen. Muss ich da friemeln oder geht ihr so auf? Was haben wir bei Katar gemacht? Weiß ich nicht. Er hat die Tür einfach so aufgekriegt. Das ist ein Riegel, den du einfach zur Seite schieben musst. Du betrittst einen langen Gang. Siehst du irgendwelche Menschen? Nein, hier hinten siehst du ein bisschen Licht durch die herzförmigen Aussparungen leuchten. Warum sehen eigentlich Katzen so schlecht? Weil nicht genügend Licht da ist, um zu sehen. Zum Glück haben Katzen keine Restlichtverstärker in den Augen in der Welt. Haben sie, aber wenn nicht genügend Licht da ist. Ist eine andere Welt. Da können die auch mal schlechtere Augen haben. Ja, vielleicht werden die auch aber mit immer schlechter. Ich höre nichts, was hier irgendwie sich in diesem Raum befindet, was mich vielleicht angreifen könnte. Nein. Du hörst nur das von unten. By the way, du kannst dich auch mit WASD bewegen. Eine Katze? Ja, du siehst durch die Tür Alan, der sich unter das Bett beugt und nachguckt und dabei seinen Tail nach oben hält. It's eine Tails Up Party. Leider habe ich keinen Stein zum Draufwerfen. Ey! Ja. Ah, du könntest auf ihn draufspringen. Ey, frech! Das kennen wir ja schon, ne? Ey, frech. Ich würde mal versuchen, hier unter dem Türspalt drunter durchzusehen, ist, ob hier irgendwas drin ist. Das ist kein Türspalt. Du siehst, dass dies... siehst du diesen Lichtschein, der hier ist? Ja.
Das deutet an, dass dies ein Fenster ist. Oh. Überall, wo dieses Licht hindurchkommt, ist ein Fenster. Hier hast du den Kamin, der von innen. Dann gucke ich hier unter dem Türspalt durch. Du siehst hier breiteres Holz, hier Stoff, hier ein bisschen Holz und Stroh. Dann würdest du? Da hinten ist noch eine hübsche Tür, die vielleicht interessant sein könnte. Die sieht auch sehr dekoriert aus. Du meinst da, wo das Licht hereinkommt? Achso, das ist ja wieder ein Fenster. Ah. So viel Licht. So viel Fenster. Ja, so viel Fenster. Ah. Zu hören ist nichts. Okay. Dann mache ich mal die Tür auf und gucke mal vorsichtig in den Raum rein. Und was du siehst, ist ein weiterer menschlicher Raum. Größer, hey, als cool. Größer als die anderen, aber ja. Hier eine Truhe, ein Regal und ein Beistelltischchen. Ruhe. Dann Trudi-Truhe. Die Truhe will nicht. Verdammt, so viel Schlösser. So, Alan. Höre ich ihn fluchen? Du hörst ihn fluchen. Dann gehe ich da mal hin, wo auch immer er fluchtete. Den Gang ich weiter nach oben. Okay. Ja. Das Problem ist halt, es ist bei mir alles schwarz. Deswegen. Ja, ich sehe das. Jetzt nach links. Okay. Du siehst hier hinten. Du siehst hier hinten. Ja. Eine offene Tür. Ah. Lass mich mal gucken. Da. Die war unerschwert, ne? Die sind alle unerschwert. Knarzend öffnet sich diese Truhe. Guck mal, du musst das so machen. Euch fliegen ein paar Motten entgegen. Was tut? Was fliegt uns entgegen? Motten. Einmal die Motte-Button. Stimmt. Und? Fangen und spielen. Ansonsten beinhaltet die Truhe nichts weiter als Stoff. Und Stoff. Stoff. Wow. Hast du hier oben alle Türen schon oder alle Räume schon angeguckt? Nein. Welche noch nicht? Den gegenüber und die hier nebenan. Also hier rechts von uns. Also hier und hier. Genau, hier und hier. Und hier ist noch ein Dings zum Öffnen, eine Truhe. Da hing so ein ganz blödes, großes Schloss vor. Oh, lass mich mal gucken. Ich folge der Katze denn. Hier drinne? Ja, exakt. Der Katze. Wie hier? Da links, genau. Die Klack, guck mal, guck, warum musst du das machen? Du hast die ganze Zeit versucht, das Schloss zu öffnen. Dabei hättest du einfach bloß den Riegel heben müssen. Nur die Truhe öffnen müssen. Ja. Das ging einfach nur so ein bisschen. Ja, es davor. Das Schloss hier, der Halter von dem Schloss, hat sich vom Holz gelöst. Doch niemand Zeit gefunden, das zu reparieren. Das, da eingeschüttet hast. Das war das kein Met, das ist Apfelsaft. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ihr werdet mich hassen, aber das, was ihr da oben drin findet, ist Stoff und Holz.
Okay. Unwichtige Menschendinge. Können wir noch weiter gucken? Ihr könnt euch umgucken, bis ihr schwarz werdet. Ja, ich glaube, also hier oben ist irgendwie nichts. Das Ding ist, wir wissen ja nicht, was unten ist. Und hier sind halt noch zwei Räume, die noch ungeknackt sind. Die würde ich dann schon noch entsprechend... Zwar versehentlich. Ja, lass sie mal offen. Ein Raum, Doppelbett, Kiste. Riemen! Oh. Und diese war stabil. Ah, du drückst so deine Kralle in das Loch, versuchst so rumzuschließen, aber nö. Will nicht. Nö, die will nicht. Na, komm, lass mich mal ran. Ja, versuch du mal. Hm, stimmt. Aber du musst ja aufgehen. Wir schmeißen die Kiste aus dem Fenster. Oh, das ist eine gute Idee. Können wir die anheben? Warum nicht? Ich finde die Idee gut. Kraftakt minus 8. Für jeden von euch. Minus 8? Ja. Yeah. Das ist eine riesige Kiste. Okay, kriegt sie nicht angehoben. Merod, hilfst du ihm wenigstens mit, oder? Aber ich wollte sie doch gar nicht rausschmeißen. Ich frag dich. Du bist dein Meister. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt noch vielleicht noch würfeln willst und es einfach bloß nicht gefunden hast. Nein. Eigentlich wollte ich gar nicht. Es war einfach nur so ein blöder Scherz. Aber ich hätte nicht erwartet, dass sie... Du kennst mich noch nicht lang genug. Ich merk das. Ja. Meinst du nicht, dass das ein bisschen auffällig wäre, wenn plötzlich eine Box aus dem Fenster fällt? In der Größe? Die haben auch nicht gemerkt, dass das alles abgebrannt ist gestern Abend. Doch, haben sie. Menschen sind dumm. Doch, und das weißt gerade du. Ja. Ich habe keine Ahnung. Doch, du hast gehört. Katha hat's gehört. Was? Du sprichst Menschen. Du bist durch auf die Stadt gelaufen. Stimmt. Haben du und ich das gehört, weil wir Menschen nicht sprechen. Ja, du hast recht. Sorry, ich hatte kurz Wollmäuse im Ohr. By the way, Katha, hast du eigentlich deinen Schlossknacker mit reingenommen? Ich habe Schlossknacker? Nein, das habe ich nicht. Ich habe auch nicht die Option, Schlossknacker hier mit reinzupacken. Moment. Was? Schlossknacker? Riemen? Stimmt. Ich hab Schlossknacker. Das Schlossknacken machen und bin kurz austreten, bin gleich wieder da. Schlossknacker. Ah, es geht um Basteln. Es geht um Basteln. Okay. Wieso ist denn Basteln? Ja, Schlossknacken ist Basteln? Das ist mir auch neu. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Basteln ist. Ist es auch nicht. Ne. Eigentlich kenne ich es als Friemeln. Ja, ich ebenfalls. Friemeln ist... Nein, stimmt. Anwendungsbeispiele: Schneidern, Schleifen, Zurechtbiegen, Schlösser knacken. Hm. Ist aber für mich eher Friemeln als Basteln. Aber auch da kann ich das nicht. Ganz ehrlich, dein Friemeln-Wurf-Wert ist insgesamt höher als dein Basteln plus Schlossknacken. Ja. Ist zwar bloß um einen Punkt, aber... Ja, genau. Ist wurscht. So, dann. Diese Truhe geht wohl nicht auf. Nein. Die Truhe war fest verschlossen. Hier drüben ist nur eine Tür. Ich verstehe diese Anspielung. Ja, die ist gut, ne? Kurze Frage. Ja. Zählt eine Truhe als Tür? Nein. Was willst du, Power Game? Ich will nichts Power Game. Ich habe eine schlechte Angewohnheit, dass ich keine geschlossenen Türen ertrage. Nein, zählt nicht als Tür. Okay. Die Frage ist, zählen Fenster als Türen? Wollte ich gerade sagen. Ist denn Fenster als Türen? Türen? Das musst du entscheiden. Für die Katze wahrscheinlich ja. Klack, auf. Dann probiere ich mich am nächsten Schloss. Gut,
Das geht mal wieder viel einfacher. In diesem findest du erstaunlicherweise gar nichts. Außer ganz unten auf dem Boden eine dünne kleine Metallscheibe, die gelblich aussieht. Auf der einen Seite ist eine Sonne eingezeichnet. Die glänzt. Was machst du damit? Mitnehmen. Okay. So, während Kata... Gibt's da irgendwas unterm Bett oder so? Nicht, dass du was sehen könntest. Der Void. Ja. So, während Kata da uns die Türen immer wieder um die Ohren haut. Sorry, du hast entschieden, dass Fenster auch als Türen zählen. Das ist nicht meine Schuld. Wenden wir uns wieder Tirana zu. Oben ist Durchzug. Die sich gerade auf dem Weg zur Tür macht. Jo. Ach, Mist. Brauchst du nicht messen, du kannst auch so laufen. Hier oben abgeschlossen, ja, ja. Oder? Ja. Okay. Ich denke schon. Ich weiß es nicht. Das ist der Hund, gell? Ja. Ich laufe hier um die Ecke, weil ich will nicht in der Tür stehen bleiben. Ich würde das ablegen. Oh, hallo. Sie gut? Ihr gemacht habt Schabernack oder Gold essen? Bisschen Schabernack. Schabernack ist schön. Schabernack macht Spaß. Warte mal kurz. Ich nehme das wieder auf. Hm? Lauf um den Kamin herum. Hopp. Hopp. Mensch. Er trottet dir so nebenher. Menschen sind so neugierig. Das stimmt. Kann man mit denen schön spielen. Das ist aber auch schön. Ja. Deine? Nein, es gehört meiner Freundin. Hm. Ich verstecke das immer, sie sucht es und dann, wenn sie es findet, ist es immer ganz gut. Oh, so Schabernack. Schabernack ist toll. Mache ich auch gerne. So. Bist du heute Abend wieder im Namen der Katzentaverne hier einfügen? Du meinst die Milchschenke? Ja. Nein. Ich habe heute Abend Dienst. Oh. Muss bewachen, große Zelte. Damit dumme Menschen nicht merken, dass wir intelligent sind. Die halten sich für schlauer als wir. Aber Menschen sind auch gut. Wissen. Ja, aber sie wissen nicht. Manche wissen. Manche aber die wissen. Wenigsten. Die wenigsten wissen wirklich. Ich viele kennen, die wissen. Werdet bald sehen. Sagt er grinsend. Schnüffelt. Und verschwindet hier im Eingang. Ja, ich schnapp mir das Amulett und würde mich hier zwischen die Büsche verziehen. Okay. Als ich sehe, dass der Hund reinkommt, mache ich einen Katzenbuckel, fange an zu fauchen und renne raus. Tut mir leid, ich kann es nicht verhindern. So. Ja. Der Hund schaut dir kurz hinterher und rennt dann hier einfach weiter. Also wenn du an den Busch rankommst, würde ich mich bemerkbar machen. Ja, ich schaue mich suchend um, bis du den Kopf rausstreckst. Dann sage ich, oh, das war richtig knapp. Der Hund kam reingelaufen. Oh Gott. Ja,
Ich sag das, der hat mich mit dem Amulett gesehen und hat mich gehen lassen, weil ich mit ihm geredet habe. Du hast es gefunden? Ja. Ich hoffe, dass es das ist. Zeig mal. Ja, ich zeig ihm das Amulett. Sieht das aus wie das, was uns beschrieben wurde vom Taschendrachen? Euch wurde nie irgendwie ein Amulett beschrieben. Aber... Ich weiß nicht, gibt es hier sowas wie Magie spüren oder sowas? Nicht bei den Erwachten. Okay. Sieht es aus, als würde es an die Schlange dran passen, die Dame um den Hals trug? Ja. Das muss das sein, ich bin mir sicher. Und dann komme ich mit ins Gebüsch. Wollt ihr es euch näher angucken? Ja, klar. Ja. Dann entweder... womit wollt ihr euch da drüber angucken? Also wollt ihr es mit Friemeln, also wollt ihr es hin und her drehen, gegen das Licht halten und so, oder gucken, ob ihr irgendwas darüber wisst? Kann ich mit Geschichten gucken, ob ich was über solche... Kannst du gerne versuchen. ...Schmuckstücke kenne? Oh. Was du gehört hast, sollte es möglich sein, Flüssigkeiten feste Formen zu geben. Sieht dieser Kristall, er sieht wirklich aus, als wäre er flüssig, aber mitten in der Bewegung eingefangen. Siehst du das? Oh, ich glaube, bei sowas habe ich mal was gehört. Damit kann man. Da kann man Milch erstarren lassen oder Wasser oder. Das kam in einer Geschichte vor, die ich mal gehört habe. Das war eine Fabel. Das war ein magisches Objekt, das. Ich weiß nicht mehr, was die Moral der Geschichte war. Die Moral der Geschichte. Ich finde auch keine Katze. Ich finde die anderen Typen nicht. Ach, da seid ihr. Währenddessen? Ja, währenddessen. Während ihr euch da unten und unten unterhaltet. Landen wir wieder bei Merov und Alan. So, ihr beiden. Nachdem ihr hier oben. Finden, gehen wir runter. Nachdem ihr hier oben ordentlich Durchzug gemacht habt, bin ich froh, dass sie hier keine Dingensbumsen eingezeichnet haben. Keine Vorhänge. Bist du froh, dass wir kein Feuer gelegt haben? Ihr habt alle Türen und alles offen. Wenn da so ein bisschen Wind durchgeht und so Vorhang an die Kerzen rankommt, die da so relativ nah an den Fenstern stehen. Nee. Not my problem. Ja. Wenn ihr wieder runter wollt, wir wollen wieder runter. Einfach hier dahin laufen. Ich denke, wir verlassen auch den Raum gleich. Ich sehe nichts, ich bin unsichtbar. Nee, du bist immer noch am falschen Ort. So. Ja. Du sollst nicht wieder hochrennen. Ich habe nichts gemacht. Weg hier. So. An der Ich frage kurz noch, wo kommen wir raus? Ihr kommt im. Wieso siehst du es nicht? Nö, ich weiß doch nicht, wo wir rausgekommen hier. Hier um die Ecke hier. Reingegangen. Hier rechts lang. Hier ist in die Küche. Stopp, Merov. Du hast noch was im Maul. Ja. Das fällt auch überhaupt nicht auf. Ich bin auf vier Pfoten. Ja, aber du redest. Nein, er redet nicht. Aber trotzdem macht Glöckchen klingen, Glöckchen klingen. Nee, das hat er nicht. Red von was anderem. Das habe ich runtergeschmissen. Nein, du hast das Glöckchen runtergeworfen. Nur den Armreif. Ja. Okay, wie unauffällig bin ich denn? Kannst du mal verbergen würfeln?
Das ist ein Patzer. Wow. 19, 20 ist schon hart gewürfelt. Das ist wirklich hart gewürfelt. Und diese Dame hier springt auf. Und ich sprinte durch die Küche. Die Katze. Nee. Schön warten. Mach Sitz. Mein Stream ist schwarz. Was? Mein Stream? Oh, nö. Ich glaube, Bob ist kaputt. Reagiert Bob? Ja, Bob reagiert wieder. Der war gerade stehen geblieben. Danke. So. Dann. Ich wollte gerade irgendwas rufen. Genau, Katze. Ja. Bitte mal Initiative würfeln. Was? Währenddessen draußen im Gebüsch. Ja, und dann haben sie das benutzt, um einen Fluss zu überqueren. Da haben sie das Wasser angehalten. Willkommen in der Kaninchenkolonie, Azratos. Schön, dass du da bist. So. Alana. Darf ich mal ganz kurz Alan. Vielleicht war ich da gerade austreten. Was hat er denn im Maul? Das habe ich auch mitgenommen. Eine goldene Scheibe. Also eine metallene Scheibe da. Eine Scheibe aus einem gelben Metall. Auf der einen Seite ist eine Sonne aufgraviert. Okay, danke. Sehe ich die? Nur mal so aus Neugier? Was? Die Scheibe? Ja. Der rannte gerade die gesamte Zeit mit dem Ding im Maul neben dir her. Wir haben geredet miteinander. Ja, kann man doch mit dem Ding im Maul. Also ich habe gerade meinen Daumen im Mund und ich kann trotzdem reden. Ja, wenn du geübt bist. Was soll das heißen? Kann ich aber auch. Also von daher. Was denn das? So, Alan. Weißt du gar nicht, was ich meine? Wie frech du einfach unterstellst, dass jemand dauernd mit vollem Mund redet. Mit Daumen im Mund. Du hörst, wie die Dame aufspringt, du siehst, wie die Dame aufspringt und in diesem langsamen, menschlichen Zeigen so in eure Richtung langsam anfängt, den Finger zu strecken. Nero? Ich will jetzt laufen. Rede du. Da wir jetzt auf Katzen sind, haben wir eigentlich, denke ich mal, die Geschwindigkeit von Katzen. Ihr habt die Geschwindigkeit, die da steht. Also 12. Okay. Wie eine Katze. Wenn ihr rennt. Wo steht denn bei dir 12? Bei mir steht nur die Grundgeschwindigkeit. Bei mir auch. Nimmst du das denn die ganze Zeit her? Aus dem Regelwerk. Ups. Na, es geht ja um deinen Charakterbogen. Ups, lass die Finger vom Regelwerk. Deine Geschwindigkeit ist 6. Wenn du rennst, 12. Okay, dann renne ich halt. Du rennst gerade gar nicht. Alan ist dran. Ja. Ja, ich warte, weil er noch diskutiert wurde. Deswegen habe ich gerade abgewartet. Ich würde gerne meinen Zug verzögern, dass ich hinter Mero hinterherlaufe. Ich kriege ja mit, dass sie zeigt. Sie zeigt ja, sie redet ja vielleicht auch irgendwas. Oder? Ja, du hörst so dieses. Und mehr kommt doch nicht. Okay. Aber dass ich mit ihm zusammenlaufe, das ist mein Plan. Okay. Zur Küche. Also du willst direkt nach Meerhof dran sein? Genau.
Soll ich zurückstellen klicken? Nö, einfach Zug beenden. Was zurückstellen macht, ich weiß es nicht. Sechs wäre ungefähr hier. Und wäre 12 ungefähr hier. Nee. Fuchs, die Tür fängt hier an und hört hier auf. Die Tür. Das ist eine große. Okay. Das ist eine große Flügeltür. Ungefähr hier. Ja, sag ich doch. Hier, einfach anwählen und hier hin. Du siehst einen Hund in der Küche stehen. Den kennen wir ja. Du siehst trotzdem einen Hund in der Küche stehen. Außerdem bin ich die einzige Person, die mit ihm wirklich gesprochen hat. Ja. Mhm. Machst du noch irgendwas? Vielleicht zurückschrecken, irgendwas fallen lassen? Nein. Ich weiß nur, dass der Wirt mich wahrscheinlich nicht sieht, weil da nämlich ein Tisch im Weg ist. Der ist auch am Kochen. Ja, weil er auch drin wird. Das heißt, wird Zug beenden. Achso, ja. Die Wirtin schaut die Frau verwirrt an. Der steht auch leicht auf. Der Söldner. Das sind die Gerüsteten, ne? Ja, das sind die drei Gerüsteten. Der steht auch auf. Und von der Frau kommt eine Dukate im Maul. Das ist ein einfaches. Oh, eine Dukate, das ist irgendwas Besonderes. Meine Güte. Es ist ein Goldstück. Ja, und die Dame spurtet. Hey, stopp. Was? Ich wollte ja mit Mero zusammengehen, weil wenn jemand uns verfolgt, würde ich zwischen die Beine schlawinern, um sie stürzen zu lassen. Ja, das heißt, du würdest jetzt quasi gleich zeitgleich mit ihr rumrennen. Ansonsten wären diese drei Personen noch vorher dran gewesen und du wärst höchstwahrscheinlich ebenfalls hier. Ich habe doch gesagt, ich möchte nach Mero dran sein. Ja, ist ja egal. Die hat sich ja noch nicht bewegt. Du kannst dich ja jetzt bewegen. Achso. Okay, genau, weil ich wollte mit Mero und dann halt hinter ihm sozusagen die Leute abhalten. Du hast 12, oder? Ja. Dann mal hier. Hier. Und dann halt irgendwie in der Tür erstmal stehen bleiben und die Leute aufhalten, wenn sie kommen. Zwischen den Beinen rumschlawinen und dass sie hinfallen oder stolpern oder irgendwie sowas. Mein Tablet verabschiedet sich jetzt. Nein, das ist mein Tablet. Rettes! Mein Tablet. Ich will versuchen, noch die schnell die das Aufnahmesystem zu retten. Gut, das habe ich. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Hallo Maus. Ah. Ist das Tablet Bob oder? Nein, das ist einfach plus OBS. Halt mein gesamter zweiter Bildschirm. Ah. Du. Space das, komm her. Das ist unsere Schuld, weil wir so lange beim Drachen. Bildschirm? Ah, jetzt. So. Miau. Hört ihr mich noch? Ja, miau. Ja. Ja. Im Stream sieht man mich noch? Miau, 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 miau. Gerade nicht. Ach nee, ist stehen geblieben. Stehen geblieben bei mir. Ah, ich aktualisiere mal. Das Wolfi aktualisieren. Ich beweg mal die Kamera. Nee, das war der falsche. Foundry, interagieren.
Ich habe bei dir nur Lade. Bei mir steht auch der Stream bei dir. Okay, dann werde ich den Stream nochmal beenden. Und neu starten. Mio. Ach, OBS ist bei mir abgekackt. Aufnahme beenden. Noch nicht. Müsste jetzt eigentlich an sein. Hallo. Hallöchen. Mio. Jetzt wieder. Gut. Nice Stream. Pixelchen, der Stream geht noch weiter. Noch leben wir. Alle. Hoffentlich. Was ist mit euch? Lebt ihr noch? Ja. Gut. Alle noch am Leben. So. Fuchs, hör auf zu messen. Warum? Weil ich doch gucken, wie weit ich ja mal in der nächsten weil Runde... Weil ich sage, dass du aufhören sollst zu messen. Nun. Mit schweren Schritten kommt die Frau hierhin gerannt. Als Alan sich zwischen ihre Beine wirft, kommt sie auch leicht ins Rudern. Und damit ist Alan auch dran. Ja, ich würde sie weiter versuchen, am Fortgehen zu nennen, indem ich durch ihre Beine so achten ziehe und ganz nah, dass sie sich nicht bewegen kann und so. Also du behinderst sie. Gut. Hä? Genau, ich behindere sie weiter. Darf ich eine Frage zu der Welt stellen? Gerne. Er und ich verstehen ja die Menschensprache. Sprechen wir die auch oder können wir die nur verstehen? Nein, man kann sie sprechen, allerdings braucht man dafür den Vorteil. Glaube ich. Okay. Warte mal, ich meine, wir wollen ja sowieso nicht, dass die wissen, dass wir... Im Normalfall, wenn du den Vorteil Menschensprache hast, kannst du sie auch gewissermaßen sprechen. Menschenkunde, Menschensprache... Nein, du brauchst den Vorteil Menschenstimme. Menschstimme hieß es noch. Ah. Ja. Es gibt Menschenkunde, das ist halt das, was ihr als normale Fähigkeit habt. Dann gibt es Menschensprache als um halt die Menschen zu verstehen. Menschenschrift und Menschenstimme. Menschenstimme könnt ihr mit Menschen reden. Miro! Du gibst Tackengas. Yep, ruhig. Bis hierhin ist 6,0. Ach, wieso? Du musst ich hab's gerade umgek. Und dann, genau. Hm. Oh, da. So. Nun. Die Wirtin macht ebenfalls einen schlanken Fuß. Der Söldner. Alan, kannst sehen, läuft in die andere Richtung. Genauso wie der Gerüstete. So. Wo haben wir dich denn? Da. Warte. Ja. Du kriegst einen Tritt. What? Oh. Sie tritt dich. Das ist ja unfreundlich. Geh weg, du Biest. Frech, frech, einfach nur frech. Ja, das ist echt gemein. Ich mounte natürlich Schmerz, verzerrt, aber ich krieg 11 Schadenspunkte gerade? Ja. Das ist ein mit
Stahlnägeln durchzogener Stiefel. Hä? Wie senke ich meine Lebensenergie? Aber das kann ich machen. Okay, aber wie mache ich das generell selbst? Rechtsklick auf das, wo du Schaden kriegst. Also hier im Fenster drin. Ja. Da kommt ein... und dann Schaden als TP. Du kannst es sonst auch wie bei My Hero machen, Rechtsklick auf dein Token und dann einfach unten markieren und Minus eintippen. Nope, kann ich nicht. Ach doch, das geht, ja, das geht. Doch, ja, das geht. Da musst du allerdings dann bedenken, dass du eventuell noch Rüstung abziehen musst. So. Dein Arsch tut weh. Ich und mein Mute-Button, ey. Wir haben gar keine Rüstung an, habe ich gesehen. Nein. Wir haben keine Rüstung. Dein Arsch tut weh. Ja. Wie nach einer langen Nacht in Havena. What? Das ist ein anderes Thema. What the fuck? Diese Sachen lassen wir mal. Ne? Wenn ihr euch da drinnen balgt und kabbelt und tretet. Aber sicher. Dann, ich laufe außen rum. Ich weiß gar nicht, wie weit, ich bin viel zu weit gelaufen. Puh, sorry, ich habe nicht gemessen. Messtool, das sind 9,5. Und dann habe ich noch 2,5, das ist bis hierhin. Hallo Bob. Tschüss Bob. Ja, Bob geistert immer noch in der Gegend rum. Bob, push. Mirov rennt und verschwindet im Gebüsch. Und prallt gegen Kira. Ja, als du angerannt kommst, hörst du noch. Und dann konnte er endlich den Fisch verspeisen. Wenn er nicht gestorben ist, dann maunzt er noch heute. Du hast dich selten so unterhalten gefühlt, Kira. Ja. Fuchs, machst du noch irgendwas? Ich würde erstmal die Münze unter einem Stein verstecken. Hallo, Mero. Noch was? Weiß nicht, erstmal nicht. Dann? Weil, wie gesagt, ich bin weit gelaufen. Dann, dann drückst du auf Zug beenden. Ach. Lernt er noch. Nein, lernt er nicht. Ich kenne es. Nein, wird er nicht. Hopfen und Malz verloren. Hopfen und Malz verloren. Itze die Katze. Was hat sie gesagt? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Halte die Katze. Ruft sie in den Raum rein. Katze. Glaub, du bist gleich gegriffen. Der Wirt dreht sich wehrfällig zu dir um. Du hast doch gar nichts gemacht. Das Einzige, was er gehört, ist, halte die Katze. Katze hochheben, hier, Katze. Na komm her, du Biest. Du siehst, wie diese große, schwere, breite Hand sich zu dir hinunterstreckt. Ich weiche geschickt aus. Ja, tust du gerade wirklich. Genau. Wie reagiert eigentlich der Hund, als da die ganzen Leute reinlaufen? Gerade noch gar nicht. Können wir draußen auch agieren, oder? Dadurch, dass ihr jetzt... Nicht sterben, Wolfi. Seid ihr jetzt mit drin? Ja. Dann... Bitte einmal würfeln. Muss ich? Nein.
Du kannst auch sagen, nein, du willst dich komplett raushalten und dann nehme ich dich wieder raus. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Merod ist ja angelaufen gekommen und hat nichts gesagt. Ich habe Hallo gesagt, der hat nicht mal geantwortet. Ja, weil ich erstmal völlig erschöpft und bis dahin hier gesprintet bin. Weil kurioserweise die Menschen ja so schnell sind. Wieso schnell? Aber die fliegen sich genauso schnell wie wir. Nein. Hast du mal geguckt, wo die, wo du warst, als die überhaupt erst losgelaufen ist? Ja. Du bist wahrscheinlich schon wieder gemutet. Oder spielst du nicht mehr mit? Doch. Ich hab nur gewartet, bis wir fertig sind mit diskutieren. Welche Fellfarbe hat Miroth? Miroth? Welche Fellfarbe hast du? Grau. Grau. Okay. Grauer Streuner. Kira schnappt sich das Amulett und verkriecht sich tiefer hier ins Gebüsch. Weil sie einfach davon ausgeht, wenn der hier reingesprungen kommt, dass irgendwas vorgefallen ist. Und, kleiner Tipp, theoretisch könnt ihr auch einfach gehen. Aber ja, und wir allein schon wieder zurücklassen, das wird langsam zum hier zum Thema. Genau das, wir sind nämlich nur zu dritt gerade. Was? Sie werden sie ihn wahrscheinlich nicht umbringen. Also von daher, was soll denn das? Das weißt du nicht. Du weißt nicht, ob die Katzen essen? Naja, Rondra, wenn sie dir was antun, dann ist Rondra bestimmt auch pisst. Also ich habe immer gesagt bekommen, man darf das normale DSA hier nicht als Vergleich nehmen. Nein, darfst du nicht. Ja, trotzdem bringen sie keine Katzen einfach so um. I don't know. Doch, sie haben auch Katzen ertränkt. Was wird oft genug gemacht. So, Alan. Dein Poppes tut immer noch weh. Ein großer, dicker, fetter Mann hat gerade nach dir gegriffen. Ich versuche... Hier steht ein Hund. Der mir relativ egal ist erstmal. Ich versuche nämlich rauszukommen. Ich würde versuchen, hier weiterzulaufen. Kann ich an der Frau vorbei rennen? Willst du es wagen, dass sie dich eventuell nochmal tritt? Wenn auch nur aus Versehen. Gelegenheitsangriff. Hust, hust. Ja. Dann. Tritt sie nochmal nach mir? Warte mal. Sie schreckt kurz zusammen. Du siehst, wie der Fuß noch einmal so fliegt. Aber meilenweit daneben. Sehr gut. Dann sehe ich, dass die anderen ja da oben sind und laufe in die andere Richtung. Nein, du siehst sie nicht. Die sind versteckt. Dann laufe ich einfach so. Dann sehe ich sie erst recht nicht. Dann laufe ich einfach weg von dem Haus erstmal. Jo. Miroth. Ja. Ohne Münze. Ohne Kleider, ohne Schuh. Kleines Kind, was bist denn du? Würde dann doch mal, da es jetzt noch nicht zu sehen ist, die Frau, würde ich die Münze noch schnappen und, warte mal, wie weit komme ich denn mit dem? Ungefähr hier. Aus der Sicht verschwunden. Gut. Warte mal, ich muss was gucken. Nee, gut. Sonst noch was? Nö. Muss ich ja beenden, weil ich ja meine komplette Bewegung benutzt habe. Richtig.
hört von drinnen ein Fluchen. Alan, du siehst, wie die Frau hier aus der Tür rausfällt. Ah. Schnell, schnell! Wird dir auf leicht gebrochene Allgemeinsprache zugerufen. Der Hund bellt dich an! Ja, also. Lauf vom Hund weg! Nee, es war eher so ein freundliches Schnell, schnell! Okay. Ich sag doch, der ist gut. Mir glaubt ja keiner. Er sagt schnell, schnell. Okay, ich laufe. Alan wird vom Hund angefallen. Was? Das siehst du nicht, glaube ich. Also, ich laufe schnell. Ein markerschütternder Schrei kommt aus der Küche. Wegen einer Dukate? Weißt du nicht. Doch, kann nur wegen der Dukate sein. Ist nur wegen der Dukate, ja. Nee, ist nur wegen der Dukate. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nur über eine Dukate Bescheid. Du weißt nicht mal, dass wir das Amulett schon haben. Deswegen, von dem Amulett weiß ich nichts. Nino! Alan, du bist von einem wilden Hund angefallen. Wenn das nein, der ist gut. Ist, dann lass ihn egal. Psst. Irgendwas ist hier komisch. Ich zieh mich in den Busch weiter zurück und versteck mich. Ich achte drauf, dass das Amulett so liegt, dass es zwischen uns liegt. Also wenn jemand hier reingucken sollte, dass er nur zwei aneinander gekauerte Kätzchen sieht. No. Du hörst Wolfi? Einen zweiten. Hallo? Hört ihr mich? Ja. Ja. Gut. Du hörst einen zweiten lauten Schrei. Diesmal tiefer, männlicher. Was machen die in dem Haus? Ich bin auch nicht ganz sicher, was da passiert. Verstehen wir was? Können wir ein Wortfetzen auffangen? Oder ist es mehr so ein... Es ist ein sehr, sehr, sehr wütender Schrei. Hm. Bestimmt nichts Wichtiges. Die Frau hier rappelt sich langsam auf, sieht Alan und versucht, geht noch so einen Schritt auf ihn zu. What? Ich hab gar nichts getan. Kira. Hide and Seek? Ja. Alan. Ja. Ein Hund bellt dich an, schnell, schnell. Schnell, schnell. Eine Dame steht hier direkt bei dir und das ist die, die dich getreten hat. Aus der Schrankraum, also hier aus der Küche, kamen zwei laute Schreie. Ja, ich schnell, schnell. Ich lauf weg. Ja, dann just do it. Also okay. du läufst da raus. Ja. Ich sehe die anderen ja nicht, dementsprechend laufe ich jetzt nur erstmal weg. Ja, du tauchst in ein... Du tauchst in ein Gebüsch ein und wuselst dich da so durch. Genau. Meroth. Ja, ich würde dann auch hier verschwinden über die Seite. Okay. Weil die kommen ja gerade erst um die Ecke und da würde ich halt hier schnell in das Gebüsch verschwinden, dass sie mich nicht sehen. Und halt, sprich, eigentlich. Ja, du rennst auch weg, ja, gut.
Und ich kann ja später zurückkommen, um mein Glöckchen zu holen. Für die, die noch da geblieben sind, ihr seht, wie diese Dame hier herausgerannt kommt. Welche Dame? Wir sehen nichts. Hier. Wir sehen ihn nicht. Gut. Das ist dunkel für uns. Dann schalte ich mal ganz kurz um. Konfigurationes. Figurensicht ausschalten. Fuh. Seht ihr jetzt? Schnell alles angucken. Ja. Ja. Es ist genau das, was er uns bisher alles beschrieben hat. Ja. Ihr seht, wie diese Dame aus der Küche heraustritt. Die Schwarzhaarige an den Haaren zieht und Nino, du hast ja Menschensprache. Ja. Du hörst irgendwas von Gib her! Es ist meins! What? Wollt ihr den Anführungsstrichen Kampf weiterführen? Oder wollt ihr auch fliehen? Ich würde warten, bis die Luft rein ist, weil sie suchen ja aktuell noch nach Katzen. Wenn sie uns weglaufen sehen, könnten sie die Verfolgung aufnehmen. Also würde ich zu Kira sagen, bleib geduckt, wenn sich die Chance ergibt, hauen wir ab. Ich nicke. Der Wirt kommt mit raus. Kämpfen oder so, aber auch er packt nun die Frau, aber nicht an den Haaren, sondern an den Armen. Um sie quasi festzuhalten. Doch er sagt, dass sie etwas herausrücken soll, was sie genommen hat. Wir beschleunigen das alles mal ein bisschen. Was liegt hier Rotes? Ach so, das Glöckchen, ne? Was lag da Rotes? Okay. No. Ja, also nein, ach, ans Glöckchen. Tja. Ist der weg? Wo kann ich den da? Diebische Katze. Wie eine Elster, ey. Hört ihr mich noch? Ich hab da überhaupt nichts gesehen. Gut. Ja. So. Weil ich hab leider. Die Entfernen-Taste ist meine Stummschalt-Taste. Das muss ich noch überhaupt für interessiert haben. Muss ich mir noch in den Stream gucken? Ja, da leuchte ich auch noch. Die kommen hier weitergelaufen. Sobald sie hier an der Ecke sind. Du musst eventuell Bob nochmal anschubsen, der hängt noch an der anderen Häuserecke fest. Ach ja, weil wir nicht mehr im Kampf sind. Ich sehe es jetzt leider nicht mehr. Selected Actors. Gehst du? Ja, er geht. Hui. Sobald die beiden hier an der Ecke ankommen und diesen Tumult hier sehen, ist alles andere vergessen. Sie rennen hier hin. Ziehen ihre Waffen. Richten sie auf. Den Wirt und die Wirtin. Das ist unsere Chance. Flieht ihr? Ja, ich schnapp mir das Amulett und wir hauen ab. Ja, ich bleib dicht bei Kirana. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, mein PC ist abgestürzt. Ich dachte auch so, oh mein Gott, was passiert? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum hab ich hier keine Musik? Ja, weil keine Musik da ist. Ja, Vogelgezwitscher. Ich frag mich bloß, warum hab ich hier keine hingemacht? Habe ich wahrscheinlich noch vergessen. Ihr schafft es, von diesem wunderschönen Ort zu verschwinden. Und befindet euch nun mittlerweile wieder in Woldorf.
nicht wundern, dass wenn hier irgendwelche Figuren rumrennen, die ihr eventuell gerade schon gesehen habt. Ich hab nicht allzu viele. Alles gut, macht ihr da gar keinen Kopf. Nein, ich wollte es euch bloß sagen, nicht, dass ihr jetzt vor dieser Person und dieser Person wegrennt. Okay, das sind alles einfach NPCs. Das sind alles einfach NPCs. Ich will es halt hier ein bisschen gestalten. So. Ihr seid. Wäre das nicht ein guter Punkt für einen Cut? Es wäre ein sehr guter Punkt für einen Cut. Ich dachte, weil dass. Ich weiß nicht, wann der nächste Punkt für den Cut, für einen guten Cut ist. Das wäre da, das wäre halt darauf zurückzuführen, wann ihr euch mit Toblin treffen wollt. Aber dies ist ein wunderschöner Zeitpunkt für einen Cut. Weil meine kleine Schleckermaus schleckert mir gerade die Hand ab, weil die, glaube ich, raus muss. Oh, schlecker mal die Schleckermaus zurück. Ja. Ich glaub, das ist das doch lieber. Knuddeln die kleine Knuddelmaus zurück? Ja. Knuddeln ist okay. So. Dann frage ich mich, warum ich gerade einfach bloß einen See sehe. Du bist ja ein Seeer. So. Ich habe mich diesem Mal. Warte mal, ich lasse es weiterlaufen. Ich habe mich dieses Mal nicht so sehr an die vorgeschriebenen Texte gehalten. Beim letzten Mal habe ich mehr abgelesen. Dieses Mal habe ich freigesprochen. Ich hoffe, es war. Ja, super. Ich hoffe, ich es war super, besser als beim letzten Mal. Gleich schlechter. War okay. Sei froh, dass ich weiß, wie du es meinst, Fuchs. Ich empfand es als flüssiger. Ja, fand ich auch. Ja. Du weißt, dass ich sehr neutral sowas bewerte immer. Fuchs, dein. Also, war es auch leichter für uns, da mal was dazwischen zu sagen, weil es nicht so ein Block aus Text war, der vorgelesen wurde, sondern das war halt. Ein kurzer Abschnitt und dann haben wir wieder was gemacht, dann hast du darauf. Also das war, glaube ich, viel, viel flüssiger. Ja, genau das meine ich. Heute kann ich euch leider nicht fragen, was war von mir und was war von. Was war vorgegeben vom Spiel. Arme Katze wurde misshandelt. Ja, das war schon ganz schön schlecht.